So Leute, Endphase der vierten Mission der Deutschen. Es wird interessant und ich habe den Mörser übersehen. Go die, Mörser. Du kannst gar nicht so schnell schießen, go die. Geht doch. Klar, der Panzer ist frisch gewaschen. Jetzt kann man so ein bisschen den Humor verstehen, die ganzen Panzerkommandanten da sagen. Bei den Amerikanern ging es ja nicht so. Das seien Leute, die gut Englisch sprechen und das auch verstehen können. Wie gesagt, ich kann Englisch nicht wirklich gut. So, Puncture besetzt. Verstärkung können wir keine mehr holen. Und aufpassen, das Ding ist ekelhaft. Einfach nur aus dem Grund, weil es Ewigkeiten ballert. So, dann reihen wir mal die Gräben da oben auf. Gibt alles Punkte. Und dann würde ich mal ganz einfach vorschlagen, nehmen wir dann auch das Geheimziel mit. Ja, wert noch nicht, wer will nochmal, ne? Down. Wir werden sie überrollen. Ah ja. Ja, von unten kommt auch noch ein bisschen Beschuss, deswegen muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Panzer bestätigt Befehl. Aber wie gesagt, hier gibt es extrem viel Punkte, weil es ja extrem viel Infanterie, die ihr hier wegrösteten würdet. Falls ihr es machen könnt. Ihr müsst es nicht tun, ihr könnt einfach hinter der Stellung hingehen und direkt das Missionsziel erfüllen. So, diese Stellung habe ich nicht bombardiert. Deswegen ist da noch eine Pack. Wenn sich jetzt mein Panzer finde ich so dumm anstellen würde. Hallo! Was machen die? Geht doch. Ah, ich freue mich jetzt schon auf die letzten deutschen Missionen, die mich da aufregen würde. Habe ich auch schon so geiles erlebt. Der Panzer hätte nur seine anderen abschießen müssen, hätte ich gewonnen. Nein, macht er aber nicht. Ganz interessant. So, Geheimziel erfüllen. Die Stellung ist ja komplett gesäubert. Moment. Moment. Eine Mine. Okay. Aufpassen. Ach ja, ein Panzermuseum. Ich habe jetzt noch im Kopf, das ist so genial gewesen. Da gab es so ein geiles Schild. Vorsicht, Minen töten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So geil, ey. Einfach nur zu geil. Und sag ich einfach mal, Trüppchen, nimm dir mal die Mörser. Denn ich glaube, man muss diese Mörser besetzen, damit das Mission. Ach ne, ist uns erfüllt. Mörserlager. Okay. Ich dachte, man muss sie besetzen. Egal, wir haben es jetzt erfüllt. Damit könnten wir jetzt die Stellung auch weiterhin bombardieren. Falls ihr so rüberrückt. Braucht man aber nicht. Ihr seht ja, es geht auch ohne. So, gucken wir uns jetzt um die letzten Verteidigungsanlagen im Inneren. Da ist ein Sumur. Bam. Gegen Panzer 4 hält er nicht mehr so durch. Typ geht auch down. Und dann eigentlich noch ein bisschen Infanterie. Feuer gefällig! Sprengt ihn in Fett! Wir werden sie überrollen! Die Panzer rollen!
einfach das Haus weggeschossen. Und nur wegen Offizier, der sich verkrochen hat, wie geil. Schon noch einer drin, ne? Tatsächlich. So, müsst einfach nur das vornehmende Haus hier besetzen. Und ja, ihr müsst leider abschießen, auch wenn es schön aussieht. Aber der Franzose wird nicht rauskommen. Na gut, dann knall ich ihn komplett weg. Zack, Ende. Ah ne, von der Hintertür sind sie rausgegangen, die Schweine. Das war's. Ach, schön, Leute. Ja, wie gesagt, die ersten Missionen sind locker. Die macht man mal so. Auch wenn man schlechte Laune hat oder so. Aber macht sie locker. So, damit fehlt jetzt noch die letzte Mission. Nämlich schnelle Gerechtigkeit. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke und ich meine 3-Part-Regelung einhalten möchte, werde ich sie noch nicht machen, sondern erst beim nächsten Mal. Dafür, wow, von fast... Guck mal, eine Mission. Schon 180 Mann erledigt. Hier ist auch wichtig, die Bomber schnell nach oben zu pushen. Weil die sind sehr wichtig bald. Aber naja, Leute. Hat Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Blitzkrieg 2. Und bitte schreibt mir, ob ihr das jetzt mit der nächsten Version hier lesen konntet. Weil, wie gesagt, ich möchte gerne ausprobieren, in welcher Version ich bei YouTube das, wie gesagt, hochauflösend und auf Fullscreen hochladen kann. Muss ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall, Leute. Das war's von mir erstmal. Wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao.